Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Haus Flipper, einer weiteren Folge hier mit dem Handwerker Haubi in seiner neu eingerichteten Bude, genau in seinem Büro. Wir hatten uns ja in der letzten Folge sehr stark mit uns selbst beschäftigt, also zumindest zimmertechnisch. Wir haben hier mal ein bisschen aufgeräumt, haben hier ein neues Bett an den Start gebracht, haben gemalt, haben die Türen neu gemacht, ne, haben hier so einen Schreibtisch neu gesetzt, bisschen Blumen, die Küche ein bisschen umgestaltet. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist ja die gleiche Liebe zum Detail im Badezimmer. Aber gut, Step by Step, ne, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um unsere Aufträge, denn ja schließlich kommt dort das Geld her. Ne, wir dürfen deswegen nicht nur bei uns selber was machen, sondern wir müssen auch bei den anderen ein bisschen was arbeiten. Der Thomas Pilschner zum Beispiel, der möchte eine neue Wand haben. Hallo, ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dies der Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommen sollte. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Räume. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Viele Grüße, Thomas Pilschner. Von wegen, der will dir ein eigenes Zimmer für die Tochter, der will bloß ungestört sein mit seiner Frau wahrscheinlich. Aber gut, das ist jetzt Spekulation. Wir wissen es nicht. Na schön, so. Ah ja, okay. Backsteinhaus. Auch nicht schlecht. Also schauen wir uns das mal an. Bei der Familie Pilschner. Okay, so hier gleich ein kombiniertes Ess- und Wohnzimmer, wie mir scheint. Das sieht nicht schlecht aus hier eigentlich, gell? Okay, ich hätte wahrscheinlich die Couch-Garnitur hätte ich wahrscheinlich nicht direkt hier an die Küche gemacht, sondern das hätte ich ein bisschen anders gestellt. Aber gut, aufgrund des Schnitts dieser Wohnung ist das vermutlich nicht anders machbar, denn hier in diesem Bereich hast du einfach keinen Platz für so eine breite Couch, weil normalerweise hätte man jetzt die S-Kombination hier in diesem Bereich gemacht, dass man hier dann eher, ne, so dieses, ja, Wohnzimmer, diesen Wohnzimmerbereich hat, vielleicht mit einer Glotze noch, aber so ist das Ganze ein bisschen doof natürlich vom Schnitt her, aber na gut, ist nicht unser Problem. So, wir haben hier, was, Moment, Gästezimmer mit Küche? Gästezimmer mit Küchennische, was, das hier ist das Gästezimmer, das kann nicht sein, oder? Echt, ernsthaft? Montiere 2 Geräte. Na, das können nur die Steckdosen hier sein. Schau mal, die sehen ja schon entsprechend aus, genau. Die sehen schon richtig schlecht aus, die Dinger. Naja, weg damit. Okay, also dann Schraub, Schraub, Schraub. Immer schön die Schrauben aufmachen. Genau, zack. Da gab es auch einen schönen Kommentar übrigens. Vielen Dank dafür. Das hier, der hier ist wohl die Erdung, oder? Dieses Ground, dieser, wie nennt man das, Schutzleiter oder so, ne? Der Kollege hier, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dann gibt es noch den dunklen, das ist die Phase, meine ich, also da, wo der Strom reinkommt oder so. Und der andere ist wohl dann der Ableiter. Ach, ich kenne mich doch nicht aus. Auf jeden Fall braucht man wohl alle 3. Also einer ist der Schutzleiter. Das müsste dieser gelb-grüne sein. Ich höre lieber auf, ne? Sonst rede ich mich noch um Kopf und Kragen. Ich sag lieber nichts mehr. Das kann nur falsch sein, genau. Das kann nur falsch sein. Okay, auf das Ding. So. Na dann, bisschen mit dem Strom rumspielen. Okay, das geht zum Glück schnell, ne? Hier so Steckdosen und so. Ist sehr angenehm, musst ja auch nichts mehr verputzen und sowas. Ne? Das ist ja sonst immer, wenn du Steckdosen, wenn du da irgendwas machst, immer diese Unterputzsteckdosen. Also ich kenne es zumindest nur so, diese Unterputzsteckdosen. Jetzt habe ich den Stuhl da bewegt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, da musst du halt immer so ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viel von der Wand drumherum aufmachst, weil ansonsten musst du wieder, na, so diese Vergipsen und so ein Scheiß, also das ist dann wieder eine Mordsdrecklerei. Okay, halt, da geht's raus in den Garten, das wollen wir nicht. Hier ist das Badezimmer, da müssen wir hoffentlich nichts machen, oder? Nee, da müssen wir nichts machen. Sehr kleines Badezimmer, okay, mit der Badewanne. Eine schöne Heizung. Das ist alles sehr eng, wie ich finde. Das ist eher ein Abstellraum, ne, als ein Bad, aber na gut. Okay, da hätten wir dann das große Schlafzimmer, hier ist die dicke Glotze, okay. Paar Bildchen an der Wand.
Ah ja, und hier ist es. Das soll wohl dann das Kinderzimmer werden, okay. Und die Wand soll raus. Wenn ich mir das so auf der Map anschaue, hier ist dann wohl der Raumteiler. Genau, das hier soll. Da soll die Wand rein. Und hier müssen wir wohl aufmachen, ne? Da muss die Wand wohl weg. Die Türe ist ja schon hier. Genau, das hier ist dann wohl der bisherige Abstellraum. Und da soll die Wand hier raus, dass ein bisschen mehr Platz ist. Ah ja. Na gut. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Fangen wir an mit. Ziehen wir hier mal die Wand. Ich schätze genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier wohl ein neues Menü. Wände bauen. 11 Euro. Ah ja, okay. Also ich schätze mal, das hier, ne? Passt das hier? Nee. Nee, schau mal hier. Man sieht es oben in der Minimap. Genau, dieser weiße Punkt, der sich da bewegt. Nee, hier soll die Wand wohl hin. Okay, also direkt an der Tür abschließen. Nicht hier, sondern da. Okay. Nicht, dass ich jetzt die Wand falsch baue. Das wär schlecht, gell? Nee, aber es sieht gut aus. Also ich orientiere mich jetzt da ein bisschen an der Minimap. Sieht gut aus, ja. Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich so begabt bin. Ja, eieiei. Ich wusste gar nicht, dass ich so begabt bin. Okay. Jetzt müssen wir da natürlich noch ein bisschen streichen, glaube ich, oder? Weil so in dieser Backsteinoptik. Ziegelmassivbauweise, ja genau. Also so würde ich die Wand eigentlich nicht ziehen, oder? Nö. Dann wird man halt irgendwie so in eine Billigwand reinzimmern, ne? Eine billige Rigips. Darf ja nichts kosten. Und außerdem hört man dann immer so ein bisschen, was nebenan passiert. Wobei, vielleicht wollen sie genau das nicht, gell? Vielleicht wollen sie tatsächlich wirklich ihre Ruhe haben, um an Kind Nummer 2 zu arbeiten. Man weiß es nicht, was der Kollege vorhat. So, okay. Also, das ist erledigt. Heißt, hier ist jetzt zugemauert. Sieht merkwürdig aus, aber na schön, wenn sie das unbedingt so wollen. Okay, und hier Wand abreißen. Hier mit dem Hammer wahrscheinlich, ne? Genau. Ah, schau mal hier. Mit großen Sledgehammer. Bäm, jawohl. Aha. Sollte ich vielleicht unten ein bisschen klöppeln, ne? Ja, da bricht das ganze Zeug schon ein. Na komm, geht nochmal. Und draufzimmern, jawohl. Okay, die Physik. Ah, wobei, doch, doch. Okay. Bevor ich dem Spiel was zu Unrecht nachsage. Nee, also die Physik ist okay. Also es ginge zwar. Ja, ich sag mal vorsichtig, es ginge zwar besser. Aber ich habe schon deutlich schlechtere Physik erlebt in Spielen. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau, was ich hier betreibe. Das passt. Nee, das lasse ich mir eingehen. Ja, und oben auf der Minimap sieht man das jetzt auch schön. Also diese Wand muss tatsächlich raus hier. Zack. So, okay, das, naja. So. Und jetzt verschwinden die Blöcke hier, oder was? Noch nicht ganz, ne? Nö. Okay, hau ich halt nochmal drauf. Peu à peu verschwindet das Zeug. Okay, also wie die Blocks hier dann verschwinden, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen überarbeitungsbedürftig, aber ja, ich glaube, ja, zum Glück muss ich hier nicht auch noch aufräumen, gell? Das wäre es jetzt dann noch. Na komm, weg mit dir, jawohl, okay. Also die Wand ist draußen. Das ging erstaunlich ohne Beschädigung der angrenzenden Wand hier an der Seite bzw. der Decke. Das hat auch niemand gemerkt. Das finde ich auch sehr spannend. Aber gut, das wäre dann vielleicht ein bisschen too much, ne? Es hat auf jeden Fall irgendwas, ich weiß auch nicht, irgendwas Befriedigendes, wenn man hier so vor sich hinwerkelt, weil man sieht einen gewissen Fortschritt, ne? Man sieht, es passiert was, wenn man hier was tut. Und irgendwie hat man auch den Eindruck, man hilft den armen Leuten, die sich in ihrer Verzweiflung
auf der Suche nach einem fähigen Handwerker an uns wenden in der Mangelung Alternativen. Genau, günstiger, guter Alternativen. So, also das passt. Naja, ich hab's schon mal gesagt, versucht doch heute mal einen Handwerker zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Also, Kinderbett, weg. Verkaufen und Bettgrille anbringen. Ah, was, ich habe jetzt Spezialisierung, Zerstörung, sehr gut. Verbesserter Hammer, schnelles Abreißen, Leistung gesteigert. Leistung gesteigert? Geht das irgendwie präziser? Ich will einen großen Hammer, genau. Die Größe ist alles. Nein, stimmt gar nicht, aber naja, okay. Bauen hätten wir noch. Du kannst drei Wände gleichzeitig bauen. Ah, das ist gut. Eine erbaute Wand ist sofort gestrichen. Das ist ja lässig. Die Freimaurer, genau. Jetzt muss ich an die Tempelritter denken. An den Film, ne? Nicolas Cage. Bauen um 50% schneller. Ne, ich mache drei Wände hier, genau. Okay, da ist nix. So, jetzt in den Shop. Was war das Grille? Bettgrille oder so, gell? Bettgrille hier. Alles klar. Kaufen. Das stellen wir. Ja, wo stellen wir es denn hin? Ist ja gar kein Platz, Mensch. Oder hier. Stellen wir es hier hin, genau. Jawohl, passt, läuft. Na, dann ist hier noch ein bisschen Platz, dass man aus der Kommode was rausholen kann. Gut, sollte natürlich hier direkt neben meinem Bett, ist ein bisschen unglücklich. Ich würde das... ich würde das ein bisschen umstellen. Ich würde normalerweise die Kommode hier hinstellen. Ich glaube, das mache ich noch. Ah, verdammt, das Zeug, was da oben drauf steht, das wandert nicht mit. Das ist ja blöd, okay. Das ist ja blöd. Ich weiß, das ist völlig irrelevant. Genau, nicht unrelevant, sondern irrelevant. Für den Job. Aber trotzdem, das ist mir einfach so, ne? Das ist mir ein wichtiges Bedürfnis, dass das hier richtig steht. So. Ich würde das normalerweise so machen, genau. So, und du komm mal her. So, zack, du kommst... dahin. Ja. Und du kommst dahin. Jawohl. So, und aufräumen kann das Kind dann selber. Genau. Also, ne, muss ich jetzt nicht machen. So, okay. Auftrag ist erledigt. Glaube ich mal, dass wir alles erledigt haben. Tür auf Tür zu. Hier ging es raus, gell? Jawohl, da geht's raus. Alles klar, wir sind da mal weg. 3500. Vielen Dank. Gasmasken für mich und meine Familie. Was habe ich da gesehen? Was ist jetzt schon wieder? Verhandlungen. Preis verhandelbar. Zahlungen für Aufträge plus 50%. Na klar. Hemmepulver. Logisch. Und das ging jetzt schnell, gell? Ich würde sagen, da können wir fast nochmal einen machen. Das ging jetzt echt schnell. Okay. Da hätten wir nochmal einen mit einer Wand. Anthony Gray. Befreie mich von diesen schrecklichen Farben, Süßer. Michael Brandt. Befreie mich von diesen schrecklichen Farben, Süßer. Also wenn es jetzt die Michaela Brandt gewesen wäre, dann hätte ich den jetzt sofort gemacht. Aber so nehme ich lieber den Auftrag vom Anthony Gray. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Das ist Schmeichler. Seit einiger Zeit sind große Räume in. Sogar bei Nachbarn. Und das Nachbarn-Nachbarn haben einige Wände in den Häusern abgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin die Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich meine, Junge, zieh doch bei ihr ein. Verstehe ich nicht. Ich vertraue Ihnen und bin fest davon überzeugt, dass solch eine professionelle Firma kein Problem damit hat, dies schnell und kostengünstig zu machen. Mit freundlichen Grüßen, Anthony Gray. Der Typ ist clever. Der Typ ist clever, er schmeichelt so ein bisschen, wärmt an, weckt unser Interesse, um dann am Schluss so diesen kleinen Nebensatz zu bringen, dies schnell und kostengünstig zu machen. Junge, ich hab dich durchschaut, ich würde es nämlich genauso machen. Sehr clever. Sehr clever, aber da fallen wir nicht drauf rein, mein Freund. Da fallen wir nicht drauf rein. Billig, günstig wird hier gar nichts, mein Herr. So, wo muss die Wand raus? Du willst die Wand hier, das willst du alles rausreißen, echt Wahnsinn. Ist dir klar, dass dadurch deine Heizkosten explodieren? Aha.
Ah ja, der will hier einen großen Raum haben. Na gut, das sind deine Heizkosten. Mir ist das egal. Ja? Mir ist das doch Wumpe. Oh, schau mal. Neuer Sledgehammer. Kabum. Kabum. Das schlagen wir alles so klump hier. Ne, fürs Zerstören, für den Einsatz brachialer Gewalt gibt's auch noch Geld. Das ist doch nicht schlecht. Und du musst niemanden töten. Ey, was ein geiles Spiel. Ne, sonst muss man im Spiel immer, oder in PC-Spielen immer irgendwelche Leute umbringen. Bei brachialer Gewalt hier geht's ohne. Sehr anständiges Spiel. Also, Moment, ich muss doch die blöden Türen hier verkaufen. Weg. Weg. Genau. Weg mit den Türen. So, wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Hör mal, wer da hämmert. Zack. Oh, die war schön. Schau mal hier. Klopp. Perfekt. Richtig nice. Immer schön draufzimmern. Na komm, da runter geht noch was. Klopp, jawohl. Die Abrissbirne. Der Abrisshaubi ist unterwegs. Mhm. Und Klöppel. Zack, jawohl. Sehr schön. Und wie schon mal erwähnt, sehr geil, dass man hier den ganzen Dreck da nicht wegräumen muss. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich vor allem den Schalter, der funktioniert noch. Okay, Moment. Jetzt funktioniert er nicht mehr. Und man sieht ja aber auch die Stromleitung nicht. Nein? Okay, das war wohl ein WLAN-Stromschalter. Vermutlich Wireless-Strom. Das wäre mal was. Wireless-Strom. Für zu Hause. Keine Kabel mehr ziehen, keine Kabel mehr verlegen. Keine Ärger mehr mit der Steckdose. Alles wireless. Ja, und ich muss ja auch nicht die Möbel rausräumen, bevor ich hier die Wand einreiße. Weil das fällt alles so wunderschön zusammen, ohne dass hier irgendwas kaputt geht oder verschmutzt. Ach, wenn es im echten Leben auch so schön oder einfach wäre. Ich glaube, ich würde mich selbstständig machen. Ich würde nur sowas machen. In andere Leute Häuser gehen, Sachen kaputt machen und Geld dafür kriegen. Das wäre nicht schlecht. Kann ich überhaupt irgendwas kaputt machen? Ich hau da mal drauf jetzt. Nö, geht nicht. Okay, gut. Das wäre jetzt interessant gewesen, ne? So, klopp, klopp. Was fehlt noch? Das hier fehlt noch. Zack. Okay, fertig. Uli. Also, Wand ist kaputt. Ja, was ist jetzt das? Verschwind da, verstehst du? Also, okay, die Lichtschalter hier muss ich noch wegmachen. Hm? Zack, zack. Okay, passt. Also, hier sind wir, glaube ich, fertig. Jawohl, passt. Muss, ja. Da geht's raus. Ja, da will ich nicht hin. Sondern irgendwie hellblau wollt ihr noch irgendwas haben, gell? Das hier vielleicht? Schläfriges Blau. Ein schläfriges Blau, meine Damen und Herren. Oh. Na, schauen wir doch mal, was der Shop dazu sagt. Oh, wir haben schon wieder einen neuen Punkt hier. Na, wir will den Profi haben wir natürlich hier, ist ja klar. So, Farben. Schläfriges Blau. Blau, blau, blau. Schläfriges Blau. Da kaufe ich mal einen. So, na dann, also. Aufladen unseren Pinsel. Sehr schön. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das ist, glaube ich, noch nicht komplett gestrichen, oder? Das Ding hier. Doch, gilt schon als komplett gestrichen. Okay. Ah, dieses Multistreichen, das hat schon was, gell? Dass man mehrere nebeneinander oder am Stück streichen kann. Simultan streichen, genau. Das klingt so nach einer olympischen Disziplin, wie ich finde. Simultan malen. Das wäre mal was. Meine Olympia-Bewerbung für simultanes Malen muss ich mal demnächst einreichen. Vielleicht kriege ich da eine schöne Akkreditierung. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann es ja probieren, gell? Wo sind denn die nächsten Olympischen Spiele eigentlich? Ne, wüsste ich jetzt gar nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. So, ein bisschen Farbe noch.
Oh, da werden wir nochmal den Eimer brauchen. Ich habe mich da wohl etwas verkalkuliert mit der Farbe. Da war ich wohl etwas optimistisch. Muss mal vorsichtig auszudrücken. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal den Eimer. Weil das bisschen hier, das reicht nirgendwo hin. Okay, der Auftrag wäre aber schon beendet. Also, beziehungsweise, wir würden schon ein kleines Geld kriegen. 3700, um genau zu sein. Ist natürlich nicht viel, ne? Ist klar. So, hinter dem Heizkörper streichen. Ah, das ist schön, ne? Völlig entspannt hinter dem Heizkörper streichen. Ohne, dass man den abmontieren muss. Nicht schlecht. Nu? Achso, okay. Also, Farbe nochmal. Schläfriges Blau. Ja, kaufe ich nochmal ein. Wobei, ich glaube, auch der wird nicht ganz reichen wahrscheinlich. Du kannst nur die Wände streichen. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Ich glaube nicht, dass der Farbeimer reicht. Nee. Da werde ich wahrscheinlich nochmal einen brauchen. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben, bekommen wir noch ein Level up. Dass wir weniger Farbe verbrauchen, dann könnte es sich doch ausgehen. Mit ein bisschen Glück funktioniert's. Na? Okay, so, Farbe nochmal. Das Fenster müssen wir auch noch hier. Eieiei. Jawohl. Entschleunigung. Ja, dieses Spiel hat auch irgendwas Entschleunigendes, auch wenn man hier an der Arbeit ist. Ne? Es sieht so aus, als würde man hier richtig übelst arbeiten. Aber das hat auch so was Gemütliches. Und wie schon gesagt, es motiviert eigentlich, den Fortschritt zu sehen, dass man ja hier ein Zimmer schön herrichtet. Der Werner hat das unter dem letzten Kommentar schön geschrieben. Man kann hier quasi seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wohnen, wie man möchte. Einfach mal so ein bisschen ausprobieren, was man so in echt wahrscheinlich nie machen würde, weil ja zu aufwendig und ich meine auch ein bisschen zu verrückt, ne? Wenn du jetzt allein hier könntest du mit den Farben ja rumspielen, wie du lustig bist, mal verschiedene Kombinationen ausprobieren, das würdest du im echten Leben ja nie machen. Du würdest ja nie in deinen Zimmern zigtausend unterschiedliche Farbkombinationen ausprobieren an der Wand, nur weil dir gerade danach ist. Wie könnte sowas ausschauen? Wobei, da bin ich sehr gespannt auf die weitere Entwicklung der Technik. Oh, wir haben es tatsächlich geschafft, mit diesem letzten Tropfen Farbe dieses Zimmer herzurichten. Okay, passt. Ja, dass ich den Gedanke noch zu Ende bringe. Der Werner hat es geschrieben. Nee, Schmarrn, sorry, ich war jetzt falsch unterwegs. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Genau, Haupt ist wieder völlig von der Rolle. Dieses Thema technische Entwicklung, Augmented Reality etc., VR, ne? Die Kollegen wollen ja dahin gehen, dass sie quasi dir die Möglichkeit geben, digital dein Zuhause zu sehen, mit der Brille zum Beispiel. Und dann kannst du eben digital sagen, mach mal die Wand in der Farbe oder mach die mal in der Farbe oder richte mal deinen Raum ein, stell mal die Möbel so und so und so, wie würde das aussehen? Und das Ganze digital. Und du siehst es dann halt, ne? Und so könntest du quasi zu Hause bei dir sagen, das Ding passt rein oder gefällt mir nicht oder andere Farbe oder dann müsstest du das nicht in echt machen. Und wenn du dann zufrieden bist, dann kannst du so sagen, und genau so will ich das haben und dann kriegst du das ganze Zeug so geliefert bzw. hergerichtet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Zukunft sein wird. Aber gut, wir sind jetzt nicht in der Zukunft, sondern wir sind jetzt in der Gegenwart. 5000 Euro landen auf unserem Konto, das ist schön. Da freuen wir uns. Das ist nicht schlecht. 41.000 auf dem Sparbuch, sage ich mal vorsichtig. Wobei Sparbuch hat ja auch einen gewissen frevelhaften Charakter inzwischen, gell? Weil ja, man kriegt ja seit Ewigkeiten keinen Zins mehr. Der Mario sei Dank, genau, der italienische Mario, der alte Sparbeauftragte. Aber gut, lassen wir das. So, mir fällt ein, ich habe noch gar keinen Screenshot, das ist sehr schlecht. Würde ich sagen, wir machen... Machen wir
Hier von den Screenshot, oder? Nee, sieht doof aus. Von lauter Quatschen habe ich da jetzt nicht dran gedacht. Okay, dann machen wir noch einen Auftrag. Mache ich davon einen Screenshot. So, hallo? Browser, was ist das hier? Häuser. Da will ich gar nicht hin. Ich will Mails aufmachen, das geht gar nicht. Warum kann ich meine Mails nicht aufmachen? Was ist denn hier kaputt? Warum kann ich meine Mails nicht aufmachen? Hm? Ich will ja jetzt geht's, okay. Neues zweites Bad, Badezimmer und Werkstatt? Bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem, der ist auch schon länger da, gell, der Auftrag hier. Waldemar Rissen, guten Tag, ich bin ein älterer Herr, der seit Jahren eine Wohnung an Studenten vermietet. Leider hatte ich dieses Jahr sehr viel Pech, denn ich habe die Wohnung einer recht verdächtigen Truppe vermietet. Sie haben nicht fristgerecht bezahlt, weswegen ich hinging, um das zu prüfen. Sofort, als ich die Tür öffnete, dachte ich, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Das ganze Haus verwüstet, überall Dosen, Dreck und Matsch. Flaschen, wo das Auge nur hinsieht. Und die saßen fröhlich in der Küche und tranken weiter. Ich habe sie gewarnt, dass ich sie rausschmeißen würde, wenn sie nicht bezahlen. Sie haben bezahlt. Aber dann hat sich herausgestellt, dass sie die Heizkörper verkauft haben, um das Geld für Alkohol zu haben. Die haben die Möbel verkauft und nur Müll hinterlassen. Danach waren sie sogar so frech, dass ihre Kaution gefordert haben, aha. Auch von mir beiden sind in meinem psychischen, gesundheitlichen Zustand nichts mehr für mich. Helfen Sie mir bitte. Okay, komm. Na klar, da helfe ich doch. Ah, das ist ja schon dreist. Mietnomaden. Ey, das ist total übel, sowas, ne? Mietnomaden ist echt... Ja, da heißt immer, man muss die Rechte der Mieter stärken. Ja, man muss teilweise aber auch vielleicht die Vermieter vor diesen Mietnomaden schützen, ne? Also ich... Ja, rechne jetzt schon mit dem Schlimmsten. Oh Gott, oh, schau mal auf die Minimap, da wird mir ja gleich schlecht. Es ist... Boah. Das ist doch ein Screenshot hier, doch. Schau dir das an. Das ist doch ein hübscher Screenshot. Licht an. Alter, das ist ja übel. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist ja der Hammer. Mein Gott, das wird lustig, glaube ich. Dose wegwerfen, die ganze Schnaps. Ne, vielleicht kriegt man noch einen Flaschenpfand oder so, aber ich glaube nicht. Ey, das Ding kannst du wahrscheinlich komplett abreißen und neu machen. Die Poster, was ist das? Gedrückt halt, ach, reinigen, okay. Wo ist mein Besen da? Kann ich das einfach so, die Graffiti einfach mit dem Besen wegmachen? Das ist ja nicht schlecht. Okay. Naja, hier ist das Fenster, haben sie so ein bisschen verunstaltet. Da haben sie noch ein bisschen hingeschmiert. Eieiei. Ja, der gute Mann tut mir echt leid. Oh, ich glaube, das ist ziemlich oldschool, was wir hier machen. Ja, ich glaube, der Raum hier ist ziemlich oldschool. Streiche mit den Farben weiß. Ja, also hier musst du richtig viel machen, glaube ich. Ja, glaube ich, Freunde. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um vielleicht einen kleinen Schnitt zu machen. Ja, ich sag vielen Dank fürs Dabeisein bei Hausflipper. Beim nächsten Mal geht's ja weiter. Wir schauen uns diese komische Bude an. Ich hoffe, der ist gut gezahlt, der Auftrag, ne? Weil da kommt richtig was zusammen hier im Studentennest. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht es gut. Und Servus.